Hacker ist ein Mensch, der versucht, gerade beim Umgang mit Techniken herauszufinden, was man sonst noch mitmachen kann. Anfang der 80er Jahre begann die PC-Revolution. Allerdings gab es noch wenig Vertrauen in eine elektronische Zukunft. Deutschlands bekanntester Hacker, Wau Holland! Es geht also irgendwie doch darum, dass man einbricht in so fremde Computersysteme. Also ich sehe das so wie Kaufhäuser. Kann man drin rumrennen, kann man sich drin umgucken. Der Postminister wird es nicht gerne hören. Das Bildschirmtextsystem der Bundespost ist nicht einbruchssicher. Was haben die für ein Kennwort? Vielleicht ihre eigene Telefonnummer? Erster Versuch, ein Treffer. Echte Hacker aus Deutschland brachen in den letzten 3 Monaten weltweit nun wirklich in sensible Datennetze ein. Ist das eingetreten, was befürchtet wurde, dass jetzt Jugendliche, Hacker und Computerkriminelle in einen Topf geworfen werden? Dron ist verschwunden. Die Leiche wurde von Spaziergängern gefunden. I think we're actually on the cusp of something exhilarating and terrifying. We need a way to make the communication working, even if the government didn't like it. We don't have time. We don't have the time to figure out, you know, the minor tweaks to make this happen. This is a systemic acceleration towards authoritarianism across the board, worldwide. Es muss ja darum gehen, dass Menschen die Technologie beherrschen und nicht die Technologie den Menschen. Die dreckigen politischen Spielchen, die sprechen erstmal für sich. Wenn das stimmt, dann werden in Deutschland Methoden zur Computerüberwachung eingesetzt, die kriminell sind oder kriminell leichtfertig. Ich wurde vom Verfassungsschutz gefragt, wo man Hacken lernen kann. Und ich habe gesagt, das kann man nicht lernen, das ist eine Lebenseinstellung.